Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir gehen heute weiter auf Dracheneiersuche. Das bedeutet, wir müssen einige Höhlen erforschen, einige Echsenmenschen umhauen und sonstiges Getier, was halt da so herumkreucht und fleucht, was uns ja wiederum satte Erfahrungspunkte bringt, mit denen wir sicher allerhand Gutes anzustellen wissen. Ja. Zwei Dracheneier sind schon in unserem Besitz. Ja, okay, eigentlich waren es ja drei. Aber das erste, das wir gefunden haben, haben wir ja schon abgegeben. Und auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Ja. Ich würde sagen, ich gehe mal einen kurzen Besuch im Hotel da machen, tun, um mich also voll zu heilen. Ja. So. Ruck. So. Gute Nacht, ihr Lieben. Bis zum nächsten Morgen gepennt. Sehr schön. Wir sind ausgeruht, frisch, fröhlich und motiviert und möchten weiteren Echsenmenschen da das Leben schwer machen. Aber zuvor, hallo Zuris, möchte ich ein paar Tränke kaufen? Zeig mir deine Ware. Oha, was hat er denn da? Bonus für maximale Lebensenergie. Wieso ist denn das immer so teuer? Ich werde trotzdem noch ein bisschen die schwächlicheren Tränke kaufen. So. Geld ist zu Ende. Das heißt, wir gehen wieder was verkaufen. So. Grober Zweihänder. Den Kampfstab behalte ich noch. Kriegsbeil, die Degen. Die gehen weg, den Gehstock nicht, die magische Armbrust nicht, da können wir einen hergeben, da können wir einen hergeben, eigentlich, die können wir alle hergeben, die Armbrüste, die wir so nicht mehr brauchen tun. 15 Bögen haben wir, die kommen auch mal weg, auch der Kurzbogen kommt weg, denn so viel Geschicklichkeit haben wir, dass wir uns schon was Besseres ausrüsten dürfen und können. Was wäre denn noch zu verkaufenswert? Ja, Zähnchen und solche Sachen, ne? Also Schatten, ja leider, Schattenläuferhörner kriegen wir keine Erfahrungspunkte mehr. Ach ja, und die Lederbeutel, ich werde gar nichts verkaufen. Null werde ich weiter verkaufen. Ich mache die Lederbeutel auf. Das heißt, da kaufe ich noch schnell fertig ein. Ja, ein bisschen haben wir noch. Dann nehme ich auch noch was mit. Passt. Tschüss. Da mache ich mal ein paar Leder... Nein, halt. Da, Lederbeutel auf. So. Alter, was wir Lederbeutel haben, ne? So. Ja, und schon kommen wir wieder zu Geld, ne? Da haben wir noch einen Haufen 50er. Ich mache mal, bis wir einen 1000er haben. Ich denke... Ich hoffe sehr, dass wir mit dem hier gut auskommen. Was wir hier jetzt gerade gekauft haben, müsste doch mal für eine Zeit passen. So, 1000er, passt. Mehr Zeit stibitze ich euch jetzt nicht. Das mache ich dann einmal auf, wenn keiner mir zuschaut, so still und heimlich. Der liebe Mika liegt hier immer noch rum. Okay, ein Blick auf die Karte einmal zum Abchecken. Okay, ich habe ja gesagt, ne, dass ich jetzt mich rechts halten werde, um in die eine Höhle zu gelangen, die da in diesem Tal, sag ich mal, liegt. Ne? Das heißt, ich bewege mich mal da lang, werde auch gleich die Höhle da oben inspizieren und dann mich darüber in den Wald hinein tümmeln. So, ich zücke auch gleich mal die Klaue. Denn ich fürchte, hier drinnen sind Echsenhainis daheim. Zumindest wäre das so eine Höhle für die. Aber es ist halt auch ein Bordstein hier drin. Ich werde auch mal speichern tun. Es ist aber auch ein Bordstein hier drin. Vielleicht fallen die Höhlen, die Bordsteine beinhalten, ja weg. Ja, die fallen weg. Okay, die bleiben sicher. Da fällt mir gerade ein, habe ich jemals die Truhe da geöffnet? Ja, habe ich. Alles klar. Gut, also, so wie es aussieht,
Höhlen, wo Bordsteine sind, die fallen scheinbar mal weg. Das ist gut. Das tut mir Freude machen. Das bedeutet aber auch, dass ich jetzt leider Gottes ein bisschen Zeit vertrödelt habe. Und dass wir uns jetzt eine andere Höhle anglubschen. So, nämlich hier lang. So. Vielleicht kommt uns auch wieder so ein dämlicher Suchender in die Quere. Der muss halt dann leider Gottes wieder das Zeitliche segnen. Ja. Nein, da ist aber nichts. Dann laufen wir mal da runter. Boah, jetzt muss ich aufpassen, dass es hier nicht zu steil bergab geht. Nicht, dass ich aufs Goscherl falle. So. Ich weiß auch nicht, ob ich hier so weit schon war. Ich weiß nur, hier müssten noch Worgen sein. Ein paar. Weil hier waren früher nur Feldräuber, die wir plätten konnten. Aber da drüben müssten normalerweise Warg sein. Also ein paar halt zumindest. Kein Problem für uns, die putzen wir weg. Ja, ja, da sind sie schon, ne? Hallo. Wie viel haben wir da? Oh, 3 oder 4 Stück. Katschanga. Jawohl, der nächste sind. Bäm. Na, komm her. Katschanga. Katschanga. Oh, das ist doch weit aus mir. Na, komm her. Bäm, tschak, brack. Bäm, tschak, brack. Komm, her, dich. Jawohl, passt. Alle besiegt, sehr schön. Da holen wir uns gleich die Felle. Hui ja, Karamba. Und ich glaube, hier müsste noch einer sein. Da glaube ist ich. So. Ah, da sind noch mehr. Schau mal. Schau, schone. Hoho, da sind noch mehr. Perfekt. Ja, mit euren Erfahrungspünktchen. Komm, Changa, jawohl. Komm, Changa. Wir sterben, Mistviech. Komm, stirb weg, jawohl. Und du sowieso. Boah, das mit Meister und so, das ist echt schön zum Spielen. Einhandmeister, ne? Freuen mir tut. So, her mit eurem Zeug. Moment. Irgendwo schläft ein Schattenläufer. Ich höre ihn. Ich höre ihn schnarchen. Irgendwo ist noch ein Schatten. Meine Güte, da war ein Schattenläufer. Na, scheiße. Tut mir gerade ein bisschen in der Seele weh. Das sind jetzt dann schon 3 Hörner, die wir nicht abgeben konnten. Und was ist da oben noch? Ist hier überhaupt noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nein, hier wären wieder die Dings gewesen. Okay. Also weiter darunter. Wo wir den Schattenläufer schnarchen gehört haben. Ach, das tut mir wirklich in der Seele weh. Das sind sie jetzt 900 Erfahrungspunkte oder so gewesen, ne? Ach Gott, oder 600 ist ja wurscht. Komm her, Trottelfiech. So, passt. Weg mit dir. Passt, schön gestorben. Schön gelootet. Da haben wir einen Trank. Oh, und irgendwie ist die Höhle da leicht buggy, ne? Eine leichte Armbrust. Ja, dann würde ich sagen... Ich finde es auch cool, wie unser lieber namenloser Held jetzt sein Schwert hält, ne? So richtig cool, ne? Nach hinten. So richtig, na, komm her. Der offene... Wie ist das, die offene Angriffshaltung irgendwie so, ne? Ja, Ex-Menschen sind da. Ex-Menschen sind da. Tralala. Ex-Menschen sind da. Und ein Licht werden wir auch brauchen. Hui. Bloing. Und... Ja, speichern von mir aus. Aber auf jeden Fall was trinken. So, scheißlich. Das tifft mich dann mit den Schattenläufer. Echt, das ist so gemein. So, auf euer Wohl. Für diese Wehwehchen reichen die schwächeren Heiltränke. Deswegen habe ich es mitgenommen. Weil ich der Hoffnung war, dass ich gar nicht so viel aufs Maul kriegen werde. Dass ich gezwungen sein täte tut... um stärkere zu nehmen. Hallo. Ah, Goblins sind auch hier. Okay, Bildrückzug. Kommt's näher. Katschanga.
Jawohl. Bam. Komm, stirb weg. Jawohl. Passt. Jetzt hier noch. Mehr, du schwarzer Wauke. So, sind wir fertig? Schaut gut aus. Passt, dann gehen wir auf Looten. Looten, looten, looten. Looten, tralala. Ja, mit euren Sachen. Nichts zu plündern. Nein, da ist nichts. Nichts zu holen. Der nix. Irgendwas Schwarzes, Goblin-mäßiges, du noch vielleicht, ne? Passt. Drei nur? Ja, scheint's gewesen zu sein. Passt, jetzt brauche ich allerdings einen größeren Heilkranz, genau. Heiltrank. So. Und einen kleineren, passt. So. Na, so. Perfekt. So, da flackert das Licht. Ganz aufgeregt. Und weiter geht's. Wow, da ist schon ein Ei. Ei, ei. Ei Nummer 3. Wie sich das reimt. Schön. Na, kommst her. Passt. Ei Nummer 3. Und eine alte Steintafel für Watras. Oh, da oben geht's weiter. Hallo. I. Komm, geh sterben. Wow. Na? Sterben bitte. Hallo, ich erwisch keinen. Was ist denn da schon für ein Lärm? Komm, Katschanka. Seid alle hin? Da geht's ja noch weiter. Was ist denn das für eine komische Höhle? Oh, schon wieder ein Schatten läuft. Nein, da ist jetzt nicht wirklich ein Schatten. Da ist jetzt nicht echt ein Schattenläufer drin. Volle Wäsche. Eingesperrt. Wie kommt der durch die Tür? Scheiße, das wäre Schattenläufer Nummer 4 schon gewesen. Boah, mir blutet gerade das Herz. Ein Trank. Noch ein Trank. Boah, das wird Lärm, ey. Da haben wir noch einen Trank. Lederbeutel, noch ein Trank. Was haben wir noch? Lederbeutel, Streitkolben und das war's, okay. Dann müssen wir da drüben noch was überprüfen und dann ist die Höhle auch schon sauber. Ach, wie schade. Boah, ey, ich bin gerade echt traurig. Aha, das, was? Ratten sind hier, okay. Grisenk. Lol. Das war jetzt ein schöner Schlag. Okay, da liegt nichts mehr. Ich höre More Rats. Kommt's nicht her. Jo. Passt, erledigt. So, looten, looten, looten. Und was liegt hier noch vielleicht irgendwie was verborgen? Nicht wirklich. Ach, wie schade. Muss ich echt sagen. Das ist gerade richtig schade. Puh. Naja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Jetzt ist auch schon zu spät, um nachzutrauern. Die Höhle habe ich ehrlich gesagt komplett vergessen. Muss ich echt sagen. Buhu, es tut mir leid. Nichts. War keine böse Absicht. Da ist nichts zu plündern. Okay. Passt, dann sind wir hier auch fertig. Soll ich mich jetzt nochmal in die Stadt zurückporten, oder? Wenn ich da jetzt raufhatsche, mit einem Sprinttrank. Für was haben wir es denn gekauft? Bitte, runter damit. Und geht schon gerne mal Vollgas. So. Ich muss jetzt darüber rauf. So. Alle hopp, hopp. So irgendwie, dann hier rauf nochmal. Ja, ja, das sind wir schon richtig. Dann kann ich hier rauf. Und dann können wir darüber. So. Sehr schön. Und da sprint man schon dahin. Mal ein kurzes Blickerl auf die Uhrli. Boah, ist der Part auch schon wieder zu Ende bald. Yay! Die Zeit verfliegt, das ist echt schlimm. So, ein bisschen die Augen offen halten. Da drüben ist eine Höhle, wo einst Banditen hausten, die wir aber enthaust haben. Was ist da?
Feuernessel, okay, lol. So, ich könnte mir vorstellen, dass es hier ebenfalls Echsenmenschen gibt. Deshalb werde ich mal geschwind speichern. So. Irgendwo war sie doch. Ah, da. So. Ja, ja, da sind sie schon. Hallo. Freut mich. Na, komm her. Katschanga. Ja, du bist auch gleich erledigt. Perfekt. Tschüss. Idiot. Nichts zu holen. Jawohl, nichts zu holen. Ich brauche Licht. Nein, so. Licht. Oh, Drachenei. Hallo. Das ist Nummer 4. Perfekt. So, Licht. Bloing. Das vierte Drachenei ist unser. Trotzdem werden wir hier noch schnell die Gänge durchglubschen. Ob hier nicht noch irgendjemand haust? Nein, da nicht. Boah, der war jetzt aber leicht bewacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und hier? Hallo? Niemand. Da? Hallo? Wow! Alter Schwede! Haben mich die jetzt... Ey, da ist noch ein Drachenei. Die haben mich gerade erschreckt. Boah! Hoho! Yes, das ist nah. Ey, du sollst den analysieren. Komm, weg mit dem. Yay, Alter. Der hat mich gerade erschreckt. Die haben mich gerade voll erschreckt. Komm, wir sterben. So, passt. Tschüss mit dir. Perfekt, noch ein Drachenei. Hui. Wart nicht zu nah, dann will ich nicht sterben. So. Da ein Schwert. Da müsste noch irgendwo ein Schwert sein. Ja, hier, passt. Sind wir hier fertig? Gut. Yay. Sehr schön. Das waren gleich zwei Dracheneier, ne? So, mal kurz aufs Karte glubschen. Wir sind jetzt hier, ja. Wir müssen jetzt da... Stimmt, ja, wir werden jetzt noch schnell zu Jacks altem Leuchtturm rauflaufen. Und dann machen wir kehrt Marsch. Und ich hätte es jetzt andersrum angehen sollen, ich Trottel. Naja, was soll man machen? Ist halt schon passiert. Was soll man tun? Ich denke mal, wenn wir die Höhle da oben jetzt inspiziert haben, ist der Part sowieso zu Ende. Dann werde ich mich, wow, einfach in die Stadt zurückporten und dann ist gut. Boah, ich sollte schlafen gehen eigentlich, statt da was trinken. Haben wir vielleicht eine Spruchrolle, die mir da jetzt besser hilft? Zu genesen? Ich glaube, das kann ich mir schon abschminken. Yep, kann ich mir abschminken. Scheibe. Ja, da was soll's. Dann tun wir halt was trinken. Nur ein bisschen. Wobei, wartet mal. Vielleicht überlebe ich's ja. Vielleicht überleben wir ja bis zu Jacks Leuchtturm. Jacks Leuchtturm ist jetzt ja eigentlich frei. Da dürften keine Echsenmenschen mehr sein. Wir können da normal in seinem Leuchtturm pennen. Normal. Ja, ja, da sitzt er schön drin. Passt. Ich nehme mal kurz dein Bett. Ne? Gute Nacht. Sehr schön. Bis zum nächsten Morgenpen. Ja, sehr schön. Und weiterlaufen. Stimmt, da drüben müsste, glaube ich, dann eine Höhle sein, wo auch ein Schattenläufer daheim war. Oh nein, den habe ich auch vergessen. Mist, verdammter. Ich glaube, der war da drüben, ne? Schau mal kurz Karte. Ja, da so... Oder war dort doch keiner? Ist ja wurscht. Da so... Doch, doch, nein, das passt schon so. Da so um die Ecke, da hochgelaufen und da ist dann schon die Höhle. Da haust den Schattenläufer drin. Da habe ich mich damals nicht hergetraut. Aha, und das... Wow, oh, Alter, schreck das nach. Komm, wir sterben. Wisst wie ich. Passt, erledigt. Passt. Und mit dem Viech war es das auch schon. Wow, das ist der fünfte alter Schwede. Ja, ja. Ne, das habe ich ja alles super hin, super gemacht. Echt. Da kann man mich ja nur loben. Boah, ich bin so traurig, ey. Die schönen Schattenläufer-Sachen. Naja. Aber dafür ein Lederbeutel, ein Schwert gibt's. Ein paar Tränke. Ja, ich versuche mich gerade zu trösten. Nur damit ihr Bescheid wisst. Gut. Gut.
Gut, dann würde ich... Oder wartet mal. Wie soll ich es denn am besten angehen? Ich brauche nochmal die Karte. Ich weiß, wenn ich den Wald da hochlaufe, ne? Und bis zu... Huch, jetzt habe ich die Karte bewegt. Also die Kamera. Wenn ich dann bis dort drüben rauflaufen würde, könnte ich dort noch drei machen. Die werde ich vielleicht doch zuerst mitnehmen. Ja, werden wir es so machen. Weil auf dem Weg nach oben bin ich mir recht sicher, also in der Richtung, da, in dieser Richtung gibt es, müssten es noch Wargs geben. Die will ich auch gleich mitnehmen. Und deshalb renne ich da gleich rauf. Normalerweise schon da oben müsste mir schon der erste entgegen laufen. Ja, ja, da sind schon zwei von diesen Scheißviechern. Oh, und ein Ork. Okay. Komm, hallo. Passt. So, weg mit dir, Mistkerl. Passt, perfekt. Ist schon erledigt. So, perfekt. Wo es darüber geht... Ah, zu noch einem Warg. Okay. Kommt der runter, oder... Kann ich rauf? Ich kann rauf, das ist schön. Komm her, du Mistviech. Du entkommst mir sicherlich. Da weg mit dir. Passt. Ist erledigt. So, normalerweise müsste es da jetzt da drüben weiter raufgehen. Boah, ich muss auf den Part mal schauen, ne? Je, da ist schon vorbei. Ja, da müsste es jetzt noch ein Stückchen raufgehen. Wow, was haben wir denn da? Noch einen Warg und ein paar Feldräuberleins. Ja, schön. Ja, kommt's nachher, ihr zwei Stinkenden. Ah, und da oben ist noch ein Ork. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Gratuliere. Schön. Und das nur mit einem simplen Feldräuberlein. Perfekt. So, das looten wir jetzt noch weg. Und dann werde ich den Part hier ganz frech beenden. Weil da hinten sehe ich, da sind Schnappis. Da ist alles voll mit Viechern. Boah, wir haben hier Arbeit. Da oben ist ein Ork. Also, ja, es ist... Warte. Geht mich da einer schon an? Hoffentlich nicht. Wir haben hier Arbeit, was mich sehr freut. Und ich würde sagen, wir beenden den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!